Naja, was soll's. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir noch so an Aufträgen haben. Das haben wir jetzt ziemlich erledigt und dann müssen wir... da. Ach so, wir können jetzt erstmal zu Hector wieder zurückgehen. Ja doch, das macht doch Sinn. Da müssen wir uns jetzt dort wieder... Ja genau, und dann machen wir die zwei hier. Ja, gehen wir zu Hector zurück, weil das jetzt das nächstgelegene ist. Moment mal, da ist doch... Doch, da steht noch jemand. Ach, guck mal an, was haben wir denn da? Ja, dann müssen wir doch mal schnell einen Seilpfeiler hochschießen. Hey, ich habe sogar auf Anhieb das richtig erwischt. So, kannst gleich wegpacken hier und dann hoch da. Macht der hier so Gymnastik da vorne, oder? Nee, der trampelt auf dem Typen rum. So. Ach so, da bin ich vorhin runtergesprungen und jetzt kann ich einfach... und jetzt kann ich da so hochkrabbeln. Na komm, Geralt. Kannst du hier doch auch. Ja. Und ich muss doch hier jetzt durchs Fenster, oder? Moment. Ja, das sieht mir ganz nah aus. Ich will auch diese Tafel noch haben. Ja, die müssen wir uns auch holen. Das werden wir auch tun. Ich darf es nur nicht vergessen. Nee, werde ich ganz bestimmt nicht. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Hector. Moment mal, das ist jetzt hier wieder beim... Ah ja, genau, richtig. Das ist hier wieder beim Arzt. Aber jetzt ist die andere Tür auch zu. Die habe ich aber gar nicht zugemacht, oder? Ja, stimmt. Die haben wir offen gelassen. Na komm, hebel es auf. Ich bin ja gespannt, wie oft ich da noch durch muss. So, wo muss ich denn jetzt hin? Versuchen wir es doch mal mit geradeaus und dann irgendwie links da runter. Ach, da ist ja die Leiter. Richtig, da. Da sind wir ja schon richtig. So, und runter da. Ja, das will ich betreten. Schließlich haben wir den Auftrag erfüllt. Der Schlagstock soll nur bewusst los, wahrscheinlich. Willkommen zurück. Erledigt. Hier ist die gewünschte Hand. Ah, fantastisch. Hier ist eure Bezahlung, Meisterdieb. Wohlverdient. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Dreckskollegen ist mit seinem Kehlkopf abgehauen. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Genau. Wohl wahr. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Aha, okay, dann kriegen wir also gleich den nächsten Auftrag. Schweigen ist Gold. Hector hat einen Dieb angestellt, um den Kehlkopf des Automaten zurückzustellen. Lass Doch der wurde betteln. Erwischt. Ja, ist ja gut. Diese Zeiten sind vorbei. Ja, doch der wurde erwischt und baumelt nun vermutlich am Galgen. Ich muss ihn aufspüren und das wertvolle Stück finden. Möchtest du den Kundenauftrag wirklich starten? Nein, wir wollen ihn nicht starten, wir wollen ihn annehmen. So, ich wusste, zu Deutsch. Ihr versteht mich. Jawohl, die richtig. Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Ja, ne, das werden wir auch machen. Ist nur die Frage, wann. Das könnten wir ja auch, also ich hätte wohl Lust, das gleich zu machen. Aber wir haben jetzt noch zwei Aufträge von Basso. Dann machen wir erstmal die. Und das muss ja auch mal wieder mit der Hauptmission weitergehen. Da geht's ja nach Moira. Obwohl ich gerade richtig Spaß habe, hier weiterzumachen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wo wir noch hin müssen. Da ist es das eine. Ach, da unten ist das. Die Leiche des Diebes. Was ist denn das für eine Ecke hier? Erreiche das Boot. Ah, das ist da beim Sirenennest. Nee, da muss man raus zum Südviertel. Okay. Ja, das liegt ja auf dem Weg. Okay, ich meine, dann gehen wir erstmal dahin, dann dahin und machen das und dann gehen wir da unten hin. So machen wir das. Moment, jetzt muss ich aber den nochmal gucken. Irgendwie so geradeaus. Genau. Dann mal los. Aber ich muss den Auftrag auswählen. Das macht Sinn. Das hier, genau.
So, raus hier. Das ist aber auch so weit weg. Moment, ich muss mal nachgucken. Ziele. Durchsuchen. Nein, ich will das hier. Schreibfehler. Genau, das hier. Schon anschließen. Das ist jetzt nämlich gleich hier vorne. Ist hier jemand? Ne, ich sehe gerade niemanden. Denkst du, die Zukunft des Barons kommt noch? Wir müssen irgendwie... Ich glaube, es kommt gar keine Zukunft. Ah, da geht's weiter. Ja, dann müssen wir da durch. Hoffentlich sind wir jetzt auch hier wirklich richtig. Naja, doch, müssen wir wohl. Ja, ich hebe an. Ja, so. Aha, da sind wir ja schon. Nur das schien ja recht einfach zu sein. Die Tischglocke, sie darf nur nicht bimmeln. Aha, da kann man nicht weiter. Ah, da liegt ein Füller oder sowas. Sehr gut. Man kann auch gewiss danach hin. Oh, die Kasse, die Kasse. Ja, und da kann man was lesen. Register des Buchbinders. Sehen wir uns das mal an. Da haben wir es ja schon. So, Register des Buchbinders. 12.06. Der mechanische Hammer. Meinte 12.14. Okay. Hm. Der mechanische Hammer und andere Kurzgeschichten. 3. Auflage. Buntel erworben. Fleischeintopf. Witze, Lieder und Lügengeschichten. Herausgeber Nicolas angekauft. Aha, gut, das hat mir jetzt nicht viel. 14.06. Der Fluch des maskierten Potts erworben. 19.06. Stadtführer durchs Südviertel für Adelige oder primitives Leben. Urlaub von der gebotenen Höflichkeit. A. Aldale erworben. Die verdammte Stadt Hounsley gekauft. 22.06. Entfernte Schreie und rennende Füße. 1. Auflage unbekannt gekauft. Naja, ich kann damit nicht viel anfangen. Ich weiß nur, dass ich mich unwohl fühle, wenn hier so viel Licht ist. Oh, das ist aber interessant. Okay, sehen wir uns das gleich an. Ich wollte mal gucken, ob da vorne... Nee, das geht auch nicht. Und da auch nichts. Kann man da aufmachen? Nein. Dann kümmern wir uns doch erstmal um die Kasse und dann um das Bücherregal. So, Schloss knacken. Jawohl, das machen wir. Zack. Und zurück. Da und... Naja, so eine kleine Kasse... Ist nicht besonders schwierig für uns. 5 Goldstücke, naja, war ja nicht so viel. Aber das macht nichts. Schalter, achso, Schalter drücken. Genau, wir müssen ihn suchen. Das mit dem Bücherregal kennen wir. Ach, da hat sich doch was getan. Ja. Ist niemand. Habt ihr überlegen Bücher herum? Na, dann beklauen wir ihn doch gleich mal. Da liegt auch noch was. Ach, das war das Manuskript jetzt, okay. Sein billiges Parfüm. Dick aufgetragen. Okay, mehr ist hier nicht. Oh, Moment mal, was ist das denn hier? Das ist ja wohl eine Frechheit, die suchen uns. Na, eigentlich ist das eine Auszeichnung für uns. Klar, wir sind ja schließlich ein Meister und gesucht. Berühmt, berüchtigt. Okay, das war's dann auch schon. Gut. Hoch hier. Ach so, mein Sohn. Was für eine kalte Nacht. So, kann ich das auch wieder zumachen? Ich hoffe doch. Das war doch hier. Nö, kann ich nicht. Oder hier irgendwie? Nö. Na, dann eben nicht. So, dann gucke ich mal nach, ob wir da was lesen können. Manuskript. Diese verdammte Stadt. Ein Originalmanuskript von G.T. Hounsley. Geschätzter Leser. Moment eben. Geschätzter Leser. Von eurer Schlafkammer aus könnt ihr nun nur vermuten, welches Ausmaß Diebstähle und Verbrechen ganz allgemein in den Straßen angenommen haben. Vergleichbar mit einer Meute ausgehungerter Ratten. Ihr müsst uns sehr tapfer sein, denn dieser Autor hat in aller Bescheidenheit vor, euch tief in die
euch tief in eben diese Finsternis zu führen. Stellt euch einmal einen Bösewicht im Schatten vor, einen großen Mann mit breitem Gesicht, samt Kinn und eben solcher Gestalt, der gleichzeitig süßlich und nach verschwitzter Absteiger riecht. Und zusätzlich ist da noch ein wilderer Hauch, das sind ein paar Schreibfehler, wie die Markierung eines ungezähmten Vogels. Und seht, der Vogel selbst erscheint, als käme er direkt aus der Hölle und setzt sich mit großem Geflatter auf die schmutzigen Finger, die der Pfeifenrauch längst gelb gefärbt hat. Baffo tritt hervor. Ja, ne? Was soll man denn heute noch glauben? Ja genau, was soll man halt noch glauben, ne? Wir wollen nicht glauben, dass wir hier wieder rauskommen. Das war in diese Richtung. So, dann hätten wir das auch gefunden. Jetzt haben wir gleich den nächsten Auftrag. Die wollen in den Eintopf werfen. Durch hier. So, und da auch noch. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. So. Dann hätten wir auch das. Und wir müssen uns jetzt hier gleich nach links wenden. Ziele. Innere Schönheit. Genau, da war doch. Da müssen wir noch einen Spiegel. Stiel in Handspiegel, genau. Also, das ist gleich hier um die Ecke. Ach, etwa da oben. Boah, da ist ja niemand. Ah ja, und da kommen wir auch hin. Wir haben noch Seilpfeile ausgerüstet. Ja, dann krabbeln wir doch mal das Seil hier hoch. Das ist ja gerade jetzt ziemlich einfach, so wie es aussieht. Naja, es kommt schon wieder Schwierigeres. So, ich sehe mich mal eben um. Ja, da kann man das Seil hinschießen und weiter. Ah, Moment mal. Ach, jetzt ist das hier. Oh ja, da kommen wir auf diesen Balkon. So, das war's. So, und zurück. Lieber nochmal speichern. Nicht, dass ich noch runterfalle. So, aber Garrett hier oben bleiben. Ja genau, nicht gleich wieder runterfallen. So, jetzt haben wir auch das da. Oh, da sind ja zwei Leute. Und rüber da. Sehr gut, dann haben wir das auch. Hey, das freut mich. So, dann hinein da. Da kriegen wir da den Spiegel. Und dann machen wir uns zurück auf den Weg zu... Ah ne, zu Basso. Ja, aber zu dem Dings auch hier. Aus der jungen Dame kommt mir vor wie ein Vogelkäfig. Wie ein Vogelkäfig, ja. Das Bild haben wir auch schon ein paar Mal gesehen hier. Ist wohl recht beliebt. Da ist ja die Dame. Ups. Da wollen wir doch mal leise sein. Ist da ein Lichtschalter? Ne, ja doch, hier. Was ist aus dieser Stadt geworden? Okay, also da haben wir noch ein bisschen mehr zu tun. Nö, da ist nichts dran. Da auch nicht. Schläft sie noch? Was die wohl in den Eintopf werfen? Oh, oh, oh! Das ist ja unglaublich. Jetzt kommt da noch jemand. Vielleicht sind die Gerüchte wahr. Okay, der ist wieder weg. Gucken wir uns das gleich mal an hier. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, da war es doch. Au, au. Aber sie ist nicht davon aufgewacht. Oh, ja, komm, Garrett, hier, da. Und, nee, da war's doch. Na, da. Was zu trinken. Komm, noch einer, schnell, bevor der wiederkommt. Schleicht hier jemand herum? Nein. Ich glaube, ich muss den erst ausschalten, ich bin zu langsam. Gut. Ja, da steht er wieder. Langsam. Okay, versuchen wir es gleich nochmal. So, jetzt aber ein bisschen schneller.
Ja, komm, Geld, schneller. Nein, oh. Nee, komm, hier, das wird nichts. Ein Bier vertragen. Ja, dann trink ein Bier und schlaf ein. Ach, da ist er. Ach, da ist ja auch was. Jetzt kommt er wieder. Also, nee, ich muss ihm eins über die Rübe geben. Tut mir leid, aber kriege ich anders nicht hin. Ihr knurrt der Magen. So, jetzt aber. Soll er mal hier bleiben? Und die Dame kriegt davon nichts mit. Na, soll mir recht sein. Ja, tut mir leid, aber das, nee, so nicht. Das kriege ich so nicht hin. Ja, zumachen hier. Jetzt kommt dann gleich noch einer. So, okay. Na. Ah, ich hasse solche schwierigen Schlösser. Aber gut, wir haben jetzt ja Zeit. Na. Komm, auf geht's. Ja, na also, geht doch. Und das letzte kriegen wir auch noch hin. Na komm, Garrett. Ah, das war so ein ganz kleines Ding hier wieder. Boah, das hätte ich nie geschafft. Nie und nimmer. Ah, jetzt aber. Also entweder hätten wir auf das verzichtet. Oder wir hätten ihn doch K.O. schlagen müssen. Okay, da ist sonst nichts und niemand. Ja, dann können wir uns ja in Ruhe umsehen hier. Und der Typ wäre da ständig hin und her gerannt. Das ist da noch ein Schloss. Na, da, ey, Moment, ich hab's doch. Das scheint ein bisschen einfacher zu sein. Ey, komm, zurück hier. Ja, jetzt aber. Und das letzte. Da, zack. Flachmann für 8 Goldstücke, ja. Naja, wir nehmen alles, was wir kriegen können. So, haben wir hier noch was? Ja, da haben wir noch was. Inventar voll. Gut. Wir haben schon Zerbrechliches zum Werfen. Nö, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da ist ein. Ah, da ist ein Schrank, wo man sich verstecken kann. Oh Gott, immerhin. Aber das ist sowieso egal. Nehmen wir das Zeug hier alles mit. Und hier noch was. Sammlerstück. Hortensienbrosche. Ja, die sehen wir uns gleich an. Nehmen wir noch den Brieföffner mit und machen da wieder zu. Ach, eine richtig schöne Diebestour. Naja, bis auf den einen Typen, den wir gerade eben K.O. geschlagen haben, das tut mir leid, aber nee. Ach, wir hätten uns vielleicht hier runterschleichen können. Ja, ach. Kann man da irgendwas mitnehmen? Wer will denn so ein hässliches Bild? Aber das geht ja noch. Ach, wenn man nicht viel sieht. Aber da kann man auch was holen.